Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Und zwar ist das Video 1.3. Wir erreichen bald die 3,5. Wie ich auch im letzten Video schon gesagt hatte, ist das das erste Teil von Sunguldak. Es wird dazu mehrere Teile geben. Aber das ist jetzt hier ein bisschen. Das sind hier mehrere Tage zusammengefasst. Das ist der erste Tag, in dem wir im Sunguldak sind. Dann haben wir ein Regal gebaut. Dann wollte ich nur die Anleitung zeigen, weil die hier stark, die stark aus wie eine IKEA-Anleitung, wenn man. Und ja, und dann hier geht's weiter. Ich werde an einigen Stellen im Video erkläre ich auch, was gerade passiert. Aber sonst wie letztes Mal wird's dann. Letztes Mal werde ich das Video pausieren. Und ja. Also, was ich hier gemacht habe, ich habe mein Handy mit dem Fernseher verbunden. Das heißt, auf dem Fernseher sieht man alles, was mein Handy sieht. Und jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Handy hier den Fernseher filme, sieht mein Fernseher, wie ich etwas mit dem Fernseher filme. Und das ergibt dann so eine Inception-Reihe. Und ja, das war ziemlich lustig. Das ist Ben 10. Das ist die, also Ben 10 ist eine sehr gute Serie, ein sehr guter Cartoon an sich. Aber das ist halt sozusagen der Reboot. Und die Ben 10 und ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Gwen oder sowas. Die sind jetzt einfach 10 Jahre jünger oder so. Und das ist einfach so kindisch geworden. Hier, das ist der Garten von unserem Haus. Der Garten ist jetzt ziemlich alt inzwischen und es gibt halt nicht mehr viele Pflanzen. Hier, das ist halt so ein bisschen Abwasser, das hier runterfließt. Was wir wirklich im Garten gemacht haben, ist, da ist so eine Katze, die ganze Zeit miaut hat. Und wir haben die Katze gesucht, aber wir haben sie nicht gefunden. Sie war nicht im Garten. Also war nicht in unserem Garten wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit jemand anderem. Aber... Jetzt sind wir, das ist jetzt, hier, türkische, wir laufen, da am Dings vorgelaufen, so eine Hauptstraße, sozusagen, und da waren so ein paar Geschäfte, und dazu kommt noch später gleich. Jetzt sind wir aber auf dem Markt, auf dem türkischen Markt. Da sieht man Kirschen, Äpfel, Bohnen, Haselnüsse, ganz wie Käse, das ist nur Käse hier alles. Hier Tomaten, Beine, noch mehr Bohnen, Äpfel waren das, glaube ich, oder Tomaten, keine Ahnung. Also Zeug. Auf diesem Markt verkaufen halt die, sind das keine Ketten, sondern das sind so Leute, die ihre, hier Bananen, ihre Ernte verkaufen. Noch mehr. Die Leute haben mich alle ein bisschen komisch angeguckt, deswegen konnte ich nicht wirklich. Warte, ich muss mal ein bisschen leiser, ganz kurz. Die Leute haben mich alle komisch angeguckt, deswegen konnte ich nicht viel vom Dings zeigen, vom Markt selber. Hier ist, jetzt sind wir aus dem Markt draußen und gehen gerade hier zum Strand runter. Steht Happy Birthday, Zeynep. Hat jemand da hingeschrieben. Ziemlich süß. Der Müll am Strand. Das Wasser selber war aber ziemlich okay. Jetzt sind wir im Supermarkt, also wir sind da noch nicht schwimmen gegangen, also wir waren da nur, weil da schwimmen wir nicht gerne, weil
das Wasser da ziemlich chaotisch ist und das ist auch nicht zum Schwimmen gedacht. Da gehen manche Leute schwimmen, aber es gibt bessere Orte und die werdet ihr dann auch noch alle sehen. Oh, Dankeschön. Oh, ist ja im Monster heiß. Aber hier gibt's nichts Cooles. Da gibt's nichts Cooles. Ja, so. Was ist das? Transformers. Noch mehr Transformers. No, Oh, Lego Friends. mit 20 Schneider. 5 Euro ist das dann, ne? Was für eine schöne Puppe das ist, ne? Ich bin raus. Hier sind wir schon gegangen. Der Strand war schon schöner. Also hier war das Wasser auch schöner. Okay, Jetzt wieder was mehr. Was denn? Es ist sehr dreckig. Es ist denn nicht ein bisschen kalt, aber wir sind jetzt schon. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Also es gab auch eine saubere Ecke. Das sind diese Fake-Pokémon-Karten. Weil da steht Pokémon Go Trading Card Game Steam Siege. Steam Siege ist tatsächlich ein Name für eine Booster Pack Reihe, aber Pokémon Go Trading Card Game, das ist Schwachsinn. Das ist jetzt in der Mall. Das ist hier typisch. Ja, naja, nicht ganz typisch. Das gibt's auch inzwischen in Deutschland leider. Das sind halt diese Produkte, die sehen aus wie Lego. Das ist aber nicht Lego, das ist eine andere Marke. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie die heißt. Aber guck mal, das ist 1 zu 1 dieser Flieger. Das ist 1 zu 1 der aus Star Wars X-Wing. Und hier ist auch, glaube ich, so ein Droide drauf. Hier ist ein Flieger drauf. Dieses X. Das sieht man doch klipp und klar. Hier ist BLX die Marke. BLX Galaxy heißt das. Komm. Komm, das ist. Komm. Also sowas, solche Fake-Sachen regen mich auf, aber jetzt weiter im Video. Ja, so ein bisschen shoppen. Da war so ein Auto. Ich habe nämlich 20 Euro Schein gegeben und habe 4 Lira Kleingeld bekommen. So, die Spielehalle. Ich glaube, über die Spielehallen habe ich schon im letzten Video geredet. Hier ist sogar ein Transformers-Gerät. Dora, die Explorer-Spielzeug. Börek. Kaiserroll. Zumzums. Hier haben wir Kuchen gegessen. Das war das von meiner Schwester. Das war so ein, aber so eine Vulkantorte. Also einmal, wenn du die angeschnitten hast, kam da so richtig rausgeflossen Schokolade raus. Hier, das war jetzt ein anderer Tag. Wir haben uns neue Gardinen angeguckt. Hier wieder
Gardinen nur in einem anderen Laden. So, jetzt wird's interessanter. Jetzt sind wir in einem Laden, und zwar nennt sich das, das heißt verschieden, das heißt AVM. Und in diesem Laden gibt es wirklich alles, was dein Herz begehrt. Also außer Essen und sowas gibt es wirklich alles. Jede Kleinigkeit, die man so brauchen könnte. Nur ist nichts davon wirklich Originalware, von dem, was zu sein scheint. Alles hier drin ist billige Ware aus China oder, keine Ahnung, ein heißt sogar Japan Pasada, das heißt japanischer Markt. Guckst du dir vor an, hier habe ich auch viel erklärt. Ohne Box, das ist ein bisschen komisch, oder? Ja, ich soll jetzt auf jeden Fall hoch. Sam, es geht hoch. Sam. Hier fängt es an, okay? Guckt euch einfach genau die Spielsachen an. Weil die Spielsachen finde ich immer, da kann man es am besten sehen. Ja. Oh, das ist eigentlich. Minecraft Pocket Edition, Super Heroes, Unlimited Mod. Einfach ein Captain America und ein Spider-Man Minecraft-Figuren. Dann hier so ein billiger Pikachu, ein billiges Mozzie. Und der Pokémon Go steht da auch noch drauf. Im Hintergrund reden die Verkäufer so, das könnt ihr ignorieren. Hier habe ich auch eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, das habe ich aber, das war neu. Das war gab es davor noch nie in diesem Markt. Warte. Das war einfach 1 zu 1 Lego City. Diese Frau ist eine Lego City Minifigur, okay? 1 zu 1. Hier steht auch sogar City drauf. Das ist 1 zu 1 das Le City Logo. Lego City Logo. Hier fehlt nur das Lego Logo. Hier steht so ein S drauf. Das sieht fast genauso aus. Das ist einfach so eine billige Nachmache von Lego. Ich meine, wir haben das andere BLX Galaxy gesehen. Das war ja noch so unauffällige Nachmache. Das war ja so weniger unauffällig. Aber das ist so auffällig. Also das ist fast das gleiche, nur das Logo ist ein bisschen anders. Warte. Ja. Das gleiche haben die auch mit Star Wars gemacht. Ich war kurz davor, eins aus Spaß, einfach so aus Spaß zu kaufen oder ein Review darüber zu machen. Und dann war mir um das Geld viel zu schade. Ja, hat sich ein bisschen meine Schwester über die Puppen aufgeregt, weil die. Also ich auch, eigentlich auch, habe ich auch über aufgeregt, weil die alle fake sind, komische Namen haben. Noch mehr Pokémon Go-Figuren. Okay, das war nur lustig, weil ja, das Teil Fast and Furious hieß. Aber ich wusste, mir viel. Ich wollte darüber einen Witz machen, weil viele Männer kein so guter Witz sein. Deswegen habe ich einfach verkackt hier ein bisschen. Hier war besser. Einfach diese Salz- und Pfefferteil heißt einfach Eminem. Warte, den Joke, weil der Joke war eigentlich ganz gut.
Das wusste ich den Namen nicht. Ich bin ein richtiger Fan von Eminem. Und du? Geht auch nicht so gut. Ja, das ist auch, das ist ein anderer Laden, aber die haben eigentlich sozusagen die gleiche Ware. Aber man so. Also das ist das, wo ich meinte, das ist sogar japanischer Markt halt. Das ist der japanische Markt. Aber das ist Türkei, also nicht verwirren lassen. Zum Beispiel hier, Heroes Alliance hieß das, das waren dann die Avengers sozusagen. Hier sieht man Spider-Man-Spielsachen. Da waren ganz viele davon, von den Spider-Man-Sachen. Okay, das sind, ich weiß nicht, ob man Lil's Pet Shop kennt. Das sind aber, das sollten Lil's Pet Shop sein. Und das hieß einfach Animals and Cute Girls. Warte, ich spule nochmal ganz kurz zurück. Da, Animals and Cute Girls. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Also nicht während dem Video, aber danach musste ich voll lachen. Und das waren Elsas. Wir haben gerade Dan aus Bakugan einen Ballon gesehen. Und ich weiß nicht, wer alles Bakugan kennt, aber ich bin ein Bakugan-Fan. Ja. Okay, und ja, das ist eigentlich schon das Ende des Videos. Wie lang ist es? 16 Minuten. Okay, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Also, ihr habt jetzt einen Teil von Songodak gesehen. Das hier habt ihr gesehen. Es gibt aber noch viel mehr, warte. Ich kann es euch sofort zeigen. Insgesamt ist es an sich 1 Stunde 52 Minuten Material, das noch. Also, das ich habe. Wir haben jetzt, wir haben 20 Minuten hinter uns. Es könnte noch so lang werden, aber ich schneide wirklich viel raus. Also keine Sorge, ihr werdet nicht das alles hier zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt alles zu Gesicht bekommen wollt. Also ob ihr es wollt oder ob ihr es nicht wollt. Aber ich will nicht wirklich alles zeigen. Ich zeige nur wirklich das, was auch wirklich relevant ist und irgendwie, was ich lustig fand oder was sonst so interessant ist. Und es ist noch eine Anmerkung. Die Videos, die ich hier mache in letzter Zeit, sind alle deutsch. Und ich habe noch ein paar amerikanische Zuschauer. Und zwar kann ich sogar sagen, wie viele, wenn ich ganz kurz Zeit habe. Die Analytics. Playback Locations. In Amerika habe ich. Kanada. Nee, das ist Kanada. Hier, kann man das sich das so ansehen? Okay, das meiste ist wirklich in Germany. Aber ich habe auch zum Beispiel in Australien, hier in Brasilien, in Peru, für 29 Sekunden und Kolumbien, USA, in Kanada, Mexiko, sorry. Hier nichts. Oh, in Philippinen habe ich auch ein bisschen. Afrika sieht ziemlich trocken. Oh, Ägypten. 29 Sekunden. Türkei. ja. Ah, das ist sozusagen alles. Und deswegen hätte ich gerne, dass anstatt dass ich ich möchte jetzt nicht anfangen, das auf Englisch zu machen, weil ich mit Deutsch angefangen habe, wegen ein paar Anfragen. Aber es wäre gut, wenn jemand für mich Untertitel machen kann. Ich kann die Untertitel freischalten, sodass jeder Untertitel hinzufügen kann. Wenn jemand so nett wäre, um die Untertitel für meine Videos zu machen, wäre es sehr nett. Sonst mache ich das einfach irgendwann. Aber wer weiß, vielleicht mache ich so einen kleinen Preis. Also ich hatte schon ein paar Ideen. Aber ja, das ist up to you. Und hier werde ich das Video jetzt beenden. Kumopon 835 out. Imagine